take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge. Wir kümmern uns heute um die Tauschdeals Spieler SBC und zwar um den 14. Tokenspieler im Monat März. Der letzte Tokenspieler steht an. Ich werde euch gleich nochmal in der Übersicht zeigen, welche Tokenspieler es diesen Monat gab und welche es noch zur Verfügung gibt. Und wir werden uns heute, wie gesagt, um diese SBC kümmern. Wenn euch das Ganze gefällt, zerstört natürlich gerne wieder den Like-Button. Ich hoffe, ich konnte euch den ganzen Monat verteilt helfen. Ich habe ja immer kleine, feine Infovideos rausgehauen für jeden weiteren Tokenspieler und auch, wie gesagt, jetzt heute mit dem letzten Tokenspieler. Ich hoffe, ihr konntet alle eure Tokenspieler einsammeln. Wenn ja, lasst mich in den Kommentaren wissen. Zerstört den Like-Button, wenn ich das natürlich auch nächsten Monat wieder bringen soll. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass noch ein Reward-Video wahrscheinlich folgen wird. Heißt, da werden wir dann die ganzen auf meinem Hauptaccount die Tokenspieler einsetzen und wahrscheinlich das 100k-Set abholen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Schauen wir auf jeden Fall mal, was wir uns dann da freischalten. Da könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal auf ein Video freuen. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr keinen weiteren Tokenspieler verpassen wollt. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Hier verpasst ihr keinen weiteren Tokenspieler. Und in dem Sinne wollen wir reinstarten in die SBC. Hol dir einen Tauschdeals-Spieler eintauschbar in den Tauschdeals-SBCs im März. Und bevor wir jetzt in die SBC gehen, gehen wir nochmal rein zu den Tauschdeals diesen Monat. Und da haben wir wieder, wie gesagt, hier die Rewards. Lasst mich da gerne wissen, auf welche Rewards ihr geht. Wie viele Tokenspieler habt ihr diesen Monat eingesammelt? Geht ihr auf Diego Costa? Geht ihr auf Phil Foden? Geht ihr, wie gesagt, auf das 100k-Set? Geht ihr auf Leon Goretzka? Alles Sachen, die mich interessieren. Ja, und dann wollen wir jetzt nicht mehr lange rumschnacken, sondern wir gehen direkt in die SBC. Und da ist der 14. Tokenspieler David Gil, 60er Torwart aus Spanien, beziehungsweise aus der spanischen zweiten Liga, ist in Spanier. Und wenn uns hier, jawohl, hier sehen wir ihn, da seht ihr es. Also der nächste Tokenspieler und damit der letzte Tokenspieler in diesem Monat. Und dann gehen wir mal rein. 2 Tage ist die SBC, wie gesagt, verbleibend. Also denkt dran, sagt euren Freunden Bescheid. Leute, hier ist noch eine SBC. Wenn du noch einen Tokenspieler brauchst, mach die SBC. Sehr, sehr wichtig, denn sie geht halt wirklich nicht bis zum Ende des Monats. Ihr seht, die Tauschdeals gehen generell noch 7 Tage. Aber halt die SBC selber nur 2 Tage. Insofern gehen wir rein. Die SBC ist wirklich sehr, sehr simpel. Könnt ihr ganz entspannt machen. Wir sehen hier links die Voraussetzung. Spanien, mindestens 2 Spieler. Nationalitäten, mindestens 3. Wir haben 7 entspannt benutzt. Selten, mindestens 8. Die haben wir natürlich auch benutzt. Gesamtwertung 76. Wir haben jetzt eine 78. Eine Teamchemie von mindestens 80. Wir haben eine 93er Teamchemie. Und Anzahl Spieler im Team sind 11. Und ihr seht, wir sind hier einfach in die Premier League gegangen. 2 Spanier sucht ihr euch raus. Ich bin jetzt hier mit Unterspan gegangen. Fabrizio aus der Premier League und dann halt Pacheco Unterspar aus der La Liga. Ja, und dann habe ich einfach die Liga von dem einen Spanier aufgegriffen. In dem Fall die Premier League. Ich könnte das jetzt auch tauschen und mich dann für die spanische Liga zum Beispiel entschieden haben. Ich habe mich jetzt aber für die Premier League entschieden. Geschaut, dass ich auf die 8 Seltenen komme. Ja, und drumherum dann einfach Premier League Spieler komplett aufgefüllt. Und so kommt man auch ganz entspannt über die 80 Teamchemie drüber. Egal, ob man jetzt Erstbesitzer hat oder halt nicht. Das könnt ihr jetzt, wenn ihr Laune habt, 1:1 nachbauen. Wir gehen kurz mal durch die Namen, falls ihr das 1:1 nachbauen wollt. Aber das ist wirklich ganz, 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 ganz easy. Ihr seht hier zum Beispiel auch Aurier untauschbar. Natürlich meine Empfehlung, untauschbare Spieler gerne benutzen. Tauschbar dann 700 Boli, also wirklich für Discard. Untauschbar dann, wie gesagt, auch Fabrizio. Hollebas 500 Münzen. Gesal, Erstbesitzer, tauschbar 450 für Davis. Cork, Erstbesitzer, tauschbar. Fraser, 800 Münzen. 700 Antonio, 750 für Dini. Also wirklich, das ist Discard-Preis. Und so bekommt ihr den letzten Tokenspieler. Wirklich ganz entspannt. Und benutzt Untersparer. Ihr wisst Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Ja, und dann war es das mit David Gil, der 14. Tokenspieler im Monat März. Ich hoffe, ihr konntet alle Tokenspieler, die ihr haben braucht, einsammeln. Und damit haben wir das Ganze jetzt, wie gesagt, fertig. Bin sehr, sehr gespannt, auf wie viele auf Foden gehen. Und oder ob sich vielleicht jetzt nochmal welche umentschieden haben, quasi kurz vorm Ende. Und gesagt haben, nee, ich gehe jetzt doch auf 100k-Set oder wegen der Promo zum Beispiel. Oder ich gehe doch auf die Informs, wir haben Suso zum Beispiel auch am Start. Also da gibt es so einiges. Und wie gesagt, David Gil, hier seht ihr es, ready zum Abschicken dann später zu den Belohnungen. Aber wie gesagt, da wird es dann später noch ein Reward-Video geben. Wir schicken den jetzt in den Verein und dann zeige ich euch jetzt nochmal kurz vor dem Ende des Videos, welche Tokenspieler es diesen Monat gab, wie ich das bei den anderen Infovideos auch jeweils gemacht habe. Und da haben wir nochmal alle in der Übersicht. Ihr seht es hier. Ich habe es teilweise schon in den letzten Videos erklärt.
Mihajlovic, da war die letzte SBT zum Beispiel. Die drei waren in den Wochenaufgaben letzte Woche vorhanden. Und das hier ist der Tokenspieler Salinger. Den gibt es momentan noch bei Squad Battles zu bekommen. Geht da gerne in das letzte Infovideo rein, da erkläre ich euch das Ganze. Squad Battles geht aber noch von der Nacht von Sonntag auf Montag. Da müsst ihr mindestens Rang Silber 3 erreichen. Also, falls ihr noch einen braucht, also nicht nur halt David Rill braucht, sondern halt auch ihn, dann macht ihr, wie gesagt, noch gern das mit Squad Battles fertig. Und ja, in dem Sinne war es das mit dem Video. Wir haben David Rill jetzt fertig, auch wenn er hier nicht angezeigt wird. Wir haben ihn eben definitiv gemacht, neueste. Und habe ich ihn jetzt discarded? Innenverteidiger, Leute, ich dachte schon. Habe ich ihn discarded? Ich habe ihn doch in den Verein gepackt. Da ist er. Jawohl. Damit haben wir jetzt, wie gesagt, den 14. Tokenspieler fertig. Das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim Reward-Video wieder. Oder halt zum Beispiel heute Abend. Beim dritten Tag vom Foot Birthday. Würde mich auf jeden Fall freuen. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.